Moin Leute, bei Besten Motorradwetter hier in Lübeck möchte ich euch ganz gerne einmal unseren Slim-Umbau vorstellen. Da haben wir jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen dran geschraubt, um das wundervolle Modell hier hinzukriegen. Umgebaut wurden hier verschiedene Details im Großen und im Ganzen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel den 300er Umbau deswegen, weil das Hinterrad hier quasi 300 mm, also 30 cm breit ist. Dafür wurde natürlich extra eine andere Schwinge verbaut. Wir haben dafür einen Doppelriemenantrieb drin. Das heißt, wir haben einen Riemenversatzkit drin, damit der Riemenantrieb vom Primär hier auch auf das Hinterrad übertragen werden kann. Und weil das sonst durch diese breite Schwinge und das breite Hinterrad nicht passen würde, ist hier quasi dieser Versatz mit drin. Wir haben natürlich einen seitlichen Kennzeichenhalter dran, wie eigentlich schon fast Standard bei jedem. Hier natürlich ganz mittig im Bild die Auspuffanlage, hier jetzt eine Benz in Heinz auf Kundenwunsch. Ein relativ kurzer Auspuff, muss ich sagen. Klingt aber gut, das hören wir uns nachher nochmal an. Zusätzlich hat der Kunde, hat er auch extra gewünscht, noch die Jekyll in Hyde dazu. Die Armaturen dafür ist natürlich alles schon verbaut, sodass es für den Kunden nachher entweder selber oder wenn er wieder bei uns oder bei einem anderen Harley-Händler vorbeikommt, einfach nur Plug and Play ist. Alles so einfach wie möglich. Hier natürlich der dicke Schnorchel, auch mitten in der Mitte. Der fette Luftfilter, auch hier extra vom Kunden gewünscht. Großen, auffälligen, böse aussehenden Luftfilter. Für diesen hat er sich hier entschieden. Die komplette Maschine ist hier auf schwarz Glanz lackiert im Pulver. Hier den Schriftzug von Harley Davidson extra angefertigt. Zusätzlich natürlich die Tankänderung, hier auch eine Tankverlängerung. Hier abschließend mit dem Sitz, mit dem Sattel in eins übergehen quasi. Optisch würde ich sagen, mit einer der besten Lösungen. So bleibt dann der Blick auf den nackten Rahmen erspart. Natürlich hier passend zum Lack auch die Tankdeckel und das Cover montiert oben und das Dash. Hier haben wir jetzt noch, bevor wir auf den Lenker eingehen, eine vorverlegte Fußrastenanlage. Die haben wir natürlich auch hier passend auf Kundenwunsch angebaut. Ja, und eine Tieferlegung ist drin. Sieht man hier jetzt nicht so, damit sie nicht so steil steht. Dadurch, dass sie nicht tiefer kommt, musste natürlich auch der Ständer gekürzt werden. Ja, das bis auf der Frontumbau ist eigentlich auch schon so ziemlich alles gewesen, was wir jetzt an technischen Sachen gemacht haben. Optisch ist hier natürlich auffällig, dass hier die Felge zusammen mit der Bremsscheibe ein Design darstellt. Und zwar diese, ja, wie sagt man, dieses Dreieck da drin, sage ich jetzt mal, damit das Ganze ein rundes Bild ergibt, ebenfalls vorne natürlich. Ja, optisch gesehen würde ich sagen, ist dieses so rund und schlüssig, aber hier auch dieser Schwarzglanz, das ist ein rundes Bild. Es ist schick, es sieht gut aus, es gefällt uns, was natürlich, man sieht sowas nicht alle Tage. Ne? Der Kunde, der hat das Motorrad schon gesehen, der hat sich auch schon wahnsinnig gefreut. Der kann es kaum erwarten, bis man die Maschine aussehen kann. Ja, das so viel erstmal dazu. So, ja, hier seht ihr jetzt mit dem Bild die Good Guys Gabel. Markant an dieser Gabel ist natürlich, man sieht eigentlich keine Schrauben. Ja, das ist alles hier versteckt hinter Covern und Abdeckleisten und ja, um ein recht schönes, cleanes Design darzustellen und ein Bild zu liefern. Und ich denke, das passt hier auch bestens zu dieser Maschine, zu dem Gesamtbild. Hier hatte ich schon angesprochen, Frontfelge und Bremsscheibe auch wieder im gleichen Design, in diesem Dreieck, wie ihr es schon beim Hinterrad gesehen habt. Hier haben wir jetzt angebaut eine für die Frontbeleuchtung, die Breakout-Lampe. War auch auf Kundenwunsch, dafür haben wir eigens einen Halter angefertigt, der hier für verbaut wurde, damit das Ganze passt. Der Kunde wollte nämlich nicht diesen klobigen Breakout-Halter haben, der wäre hier auch gar nicht optisch, ja, das wäre überhaupt nicht passend gewesen. Ne? Der wäre total rausgefallen und hätte das cleane Design von der Gabel einfach zerstört. Beim Lenker oben, da haben wir natürlich andere Reiser drauf. Diese sind natürlich in Lenkerfarbe mitgepulvert. Zum Lenker haben wir
andere Armaturen verbaut von Ribofini. Die sind hier mit Griffhülsen dran, mit gummierten Griffhülsen dran. Bei diesen Lenkerarmaturen ist es leider so, dass man dort eine Lücke zwischen Griff und Armatur hat. Diese Lücke haben wir mit eigens angefertigten Lenkercovern, nenne ich sie jetzt mal, überdeckt, sodass das Ganze auch hier wieder ein rundes, schlüssiges Bild abgibt, damit das Ganze ja optisch nicht auffällt. Da guckt man an der Stelle, guckt man ungern auf den blanken Lenkerball. Ne? Hier andere Spiegel dran, auch optisch so angepasst, dass der Kunde damit zufrieden ist. Der Kunde hat sich das auch so gewünscht. Und ja, ich würde sagen, hier haben wir das eigentlich vollkommen getroffen. Was ich vorhin noch vergessen hatte, das könnt ihr jetzt von vorne aber auch besser sehen. Wir haben hier natürlich, weil der Auspuff natürlich weiter rauskommt, auch wenn die Jekyll & Hyde Anlage da dran ist, hat der Kunde dann nachher später natürlich die Probleme, die Füße noch auf die Rasten zu bringen. Und dafür haben wir dann natürlich einen Spacer angefertigt, damit die Fußrastenanlage zu beiden Seiten etwa 2 cm weiter rauskommt. So passt das dann nämlich nachher auch, dass der Kunde da die Füße noch abstellen kann, ohne dass die Wade schon unter einem Krümmer anliegt. Ne? So, wie gehabt hier mit dem Fob, ne? In der Tasche oder am Mann am besten. Maschine anmachen, dazu drücke ich hier einmal kurz den Trip und dann direkt den roten. Dann geht die Zündung an und dann sieht man hier jetzt auch schon, dass hier der Trip-Schalter grün leuchtet. Also die Armaturen, einmal hier, Blinker, Trip und ja, Motor aus. Und dann hier auch Licht, Hupe und Blinker links. Jeder, der eine neuere Harley fährt, der kennt dieses Dash. Ich weiß nicht, seit wann das jetzt verbaut wurde in dem Design. Aber daran hat sich optisch jetzt nichts weiter verändert. Gut. Interessiert seid an so einem Umbau, scheut euch nicht, einfach mal hier bei uns anzurufen. Jetzt in der Corona-Krise ist vorbeikommen ein bisschen schwierig, aber unsere Verkäufer und eigentlich jeder, der hier arbeitet, ist gerne dazu bereit, euch Rede und Antwort zu stehen. Und ja, wenn ihr jetzt sagt, sowas möchte ich auch haben, einfach anrufen, wird aufgekriegt. Wir sind noch da, wir arbeiten auch noch, wie man sieht. Ja, ansonsten wünsche ich weiterhin bestes Wetter. Ich hoffe, der eine oder andere kann die Zeit nutzen, um ein bisschen mit dem Motorrad unterwegs zu sein, im Rahmen der Möglichkeiten, wie es jetzt gerade ist. Und bleibt gesund, fahrt ordentlich, fahrt vernünftig, passt auf euch auf und schöne Grüße aus Lübeck.